Ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute wieder mal ein bisschen was Salziges, dass wir nicht nur süße Videos haben. Und ich nenne das Essen kleiner Vulkan, deswegen, weil der Hügel von Pirae so aussieht wie ein kleiner Vulkan und es auch ein bisschen scharf ist. Ihr könnt es aber auch mild zubereiten und ich habe Hühneroberkeulen verwendet. Ihr könnt es aber mit jedem anderen Fleisch auch zubereiten. Ja, wir fangen an. Die Oberquellen sind im Backblech. Die habe ich mit Vegetta und Chili gewürzt, 2 Esslöffel Öl drauf getan und 3 Esslöffel Wasser. Das kommt jetzt für eine halbe Stunde in den Ofen, den wir auf 250 Grad einschalten. Eine halbe Stunde ist um. Die sehen nun so aus und jetzt werden sie gewendet. Gewendet werden sie jetzt wieder gewürzt mit Vegetta und Chili nach Belieben und dann kommen sie für 15 Minuten wieder in den Ofen. In dieser Zeit schneiden wir die Paprika und die Zwiebel klein. Ihr könnt auch anderes Gemüse noch zunehmen. Und nach den 15 Minuten wird es einfach drüber geschüttet übers Fleisch ins Backblech. Und jetzt wieder auf 15 Minuten in den Ofen zurück. Nach diesen 15 Minuten sieht es dann so aus. Die Paprika und die Zwiebeln haben schon ein wenig Wasser gelassen. Jetzt wird das Fleisch wieder gewendet. Muss das Gemüse am Boden vom Backblech sein, sodass das, was ein wenig eingebrannt ist, sich gut verteilen kann und richtig gut schmeckt. Und jetzt für 6 Minuten wieder in den Ofen. Nach den 6 Minuten das Fleisch wieder wenden und nochmal 6 Minuten in den Ofen und dann ist es fertig. Und nun sind wir fertig. Also es ist nicht sehr fettig, da ich nur 2 Esslöffel Öl dazu getan habe. Ein wenig kommt vom Hühnerfleisch, aber ansonsten ist es eigentlich die Flüssigkeit von der Paprika und von den Zwiebeln. Das könnt ihr jetzt im Teller auch noch viel, viel besser sehen, dass das wirklich nicht fettig ist. Ich werde auch Nahaufnahmen machen und wie ihr seht, eben sieht das alles aus wie ein kleiner Vulkan, der Püreehügel und mit der Paprika drauf und dann, wie es runterrieselt oder wie man das nennt. Und ich hoffe, meine Rezeptidee gefällt euch. Und wie gesagt, es ist zwar scharf, ihr könnt es mild machen, ihr könnt auch gerne anderes Fleisch verwenden, sei es Bauchspeck oder egal was. Man kann es mit jedem Fleischstücken machen, nur wegen der Backzeit müsst ihr dann schauen, dass ihr die Stücke kleiner habt. Ich finde, das ist eine tolle Idee zum Mittagessen oder Abendessen, je nachdem, was ihr aussucht. Ich hoffe, es ist eine gute Idee, die ich euch gegeben habe, dass sie euch gefällt. Ich nehme auch gerne Ideen von euch an, die müsst ihr dann in die Kommentare schreiben. Und wie gesagt, Daumen nach oben, das zeigt mir dann, was euch gefällt, Daumen nach unten, was euch nicht gefällt. Also macht beides, so habe ich einen schnellen Überblick, was euch gefällt, was ihr sehen wollt. Und wenn ihr kein weiteres Rezept verpassen wollt von mir und noch sehen wollt, dann abonniert den Kanal. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, dadurch sehe ich dann auch, dass euch meine Arbeit gefällt, dass ihr noch mehr sehen wollt und damit meinen Kanal unterstützt. Und ich danke euch sehr dafür. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Rezept und Bussal. Das Telefon läutet. Ein Angestellter geht ran und sagt, welches A wagt es, mich in der Mittagspause anzurufen? Da brüllt der Anrufer. Wissen Sie eigentlich, mit wem Sie sprechen? Ich bin der Generaldirektor. Der Angestellte erwiderte. Wissen Sie eigentlich, mit wem Sie sprechen? Der Generaldirektor antwortet verdutzt. Nein. Darauf der Angestellte. Na, da habe ich ja nochmal Glück gehabt.